Also ich glaube, man kann den Wahrheitsbegriff beibehalten, aber man muss sagen, dass es halt eine individuelle Wahrheit ist und nicht eine, die irgendwo objektivierbar ist. Ja, ich habe meine Wahrheiten und das ist nicht beliebig. Ja, und manche Wahrheiten, die funktionieren auch nicht. Wenn ich die Wahrheit habe, dass ich fliegen kann und vom Hochhaus springe, merke ich spätestens, wenn ich unten aufdotze, dass das nicht passend war. Und dann machen Sie es anders. Dann mache ich es beim nächsten Mal. Das heißt, das sind die Unterschiede. Sie fliegen direkt nach oben. Weil Sie einen guten Draht zum lieben Gott haben. Aber ich möchte Sie dabei haben. Ja. Sonst wird es da nicht lustig genug. Wir springen gemeinsam. Also Konstruktivismus heißt ja nicht, dass es beliebig ist, was ich mache, sondern ich muss ja immer abgleichen, passt das zu dem, was ich da wahrnehme und was ich da erlebe. Und insofern wird das immer wieder falsifiziert, meine Vorannahmen über die Welt. Und sagen, okay, da habe ich, um mal die Lippenmetapher zu nehmen, da habe ich eine Landkarte gehabt, die nicht zur Landschaft passt. Und da muss ich halt die umzeichnen. Ja, ich glaube aber, dass das nicht reicht. Aber ich glaube, dass wenn Sie Ihr Leben einsetzen, für etwas, das Sie nicht Ihr Leben einsetzen, für eine individuelle Wahrheit. Aber da wird nur nicht Ihre Meinung. Individuelle Wahrheit, habe ich schon gesagt. Ja, ja, nein, dass das nicht reicht. Dass das nicht reicht, um. Ich glaube, dass das nicht reicht, um dein Leben einzusetzen. Aber da werden wir unterschiedlicher Meinung bleiben. Wir können aber vielleicht das Publikum nochmal irgendwie einbeziehen. Vielleicht sind die noch völlig anderer Meinung. Oder vielleicht ist es tatsächlich ein AfD-Publikum. Wir können ja mal gucken, ob wir in Wirklichkeit jetzt hier eine Schulungsveranstaltung gemacht haben, die in der Partei zuzurechnen ist oder sowas. Ich habe eh vorgeschlagen, man sollte da einen Sonderdruck machen. Gut, da müssen wir nochmal hinschauen, was Sie da gesagt haben. Ich glaube, dass wir werden nicht irgendwie an eine objektivierbare Wahrheit herankommen. Wir werden Hypothesen haben, über die wir uns auch einigen können. Ja? Und wir werden, jeder für sich muss eine Wahrheit finden, die sein Leben steuert oder an der er sich orientiert. Ja? Und wo immer er die her hat. Ja? Ich würde mich selbst als einen agnostischen Konstruktivisten bezeichnen. Ja, das heißt, als ich habe Konstruktion, ich habe kann über die Welt und ich denke, es lässt sich nicht entscheiden, ob die nun richtig sind oder falsch, aber es ist erstmal als Hypothese, mein Leben zu gestalten, gut genug. Und wenn sie nicht gut genug sind, muss ich sie halt ändern. Das nennt man dann Lernen. Und das gilt, glaube ich, auch für politische Konzepte. Die werden sich nach dem Tod auch wundern. Hoffentlich, kann ich nur sagen. Klar. Noch eine Nachspielphase.